Durch das Verdienen von Münzen in FIFA Ultimate Team kannst du Sets, Spieler und Objekte kaufen, die du benötigst, um Fortschritte zu machen. Wer sein Münzkonto aufstocken möchte, kann das auf verschiedene Arten tun. Beginnen wir mit der offensichtlichsten, das Spielen von Partien. In den Online- und Offline-Modi von FIFA Ultimate Team erhältst du am Spielende Münzen, bei Siegen, Remis und Niederlagen. Natürlich gibt es bei Erfolgen mehr Münzen als bei Niederlagen. Für Turniersiege, Aufstiege oder Titel im Saisonmodus werden beträchtliche Boni ausgeschüttet. Wie hoch die Belohnung jeweils ausfällt, kannst du in der Saisoninfo oder der Turnierliste erfahren. Auch deine Spielleistung bestimmt die finale Münzanzahl. Dazu zählen Torschüsse, Tore, Ballbesitz und andere Spielstatistiken. Die Leistung ist also wichtig. Du kannst auch FAT-Münzbelohnungen Boosts erwerben. Die gibt es im EA Sports Football Club Katalog im Hauptmenü. Münzenboosts werden durch das EAS FC Level und über Football Club Credits freigeschaltet. Beide werden durch Spielen von FIFA 16 erhöht. Dein EAS FC Level wird aus früheren FIFA-Titeln übernommen. Je höher dein EAS FC Level, desto mehr Boosts kannst du freischalten. Wenn du gut in deine glanzvolle FAT-Karriere starten möchtest, solltest du dir vorher auf dem Transfermarkt den Wert von gewünschten Spielern oder Objekten anschauen. Etwas Zeit mit der Suche nach dem spezifischen Spieler zu verbringen, kann kosteneffektiver sein, als der Versuch, Sets zu öffnen und dabei auf ihn zu stoßen. Aber auch das Tauschen an sich kann dir einige Münzen einbringen. Günstig kaufen, teuer abstoßen, wie es in der Wall Street heißt. Und zu guter Letzt, mit Schnellverkäufen kann man bei Bedarf schnell ein paar Münzen machen. Du hast seltene Objekte? Informiere dich auch hier auf dem Transfermarkt. Sie könnten weit mehr wert sein als gedacht. Abonniere unseren YouTube-Kanal für weitere FIFA 16-Tipps.